Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Resident Evil 7 Biohazard. Ah ja, und zwar in VR zocken wir heute mal wieder. Euer Transact für euch am Mic. Mein Körper fühlt sich immer seltsamer an. Auch ich werde bald wie Mom und Dad sein. Es ist alles ihre Schuld. Sollte ich weglaufen? Nein, unmöglich. Wenn sie das merkt, wäre es aus. Die Frau, mit der sie gekommen ist, Mia, sie weiß etwas. Wenn ich das Serum hätte, könnte ich mich heilen. Ich muss mehr herausfinden. Ja, wir sind immer noch auf der Suche nach dem Serum in Mama Bakers Haus und da geht es jetzt hin. Frischer Dinge. Oh mein Gott, in VR kommt das Ganze wieder 10 Stufen heftiger rüber, muss ich sagen. Ich habe diese Gegend noch gar nicht in VR gesehen. Ich habe das ja bisher nur in dem normalen Zyklus gespielt hier. Okay, dann machen wir uns mal auf. Zum Haus. Ja, meine Lieben, vielen Dank auch nochmal für die netten Comments. Und für die Likes. Ganz lieben Dank dafür im Voraus. Schön weiter liken und kommentieren. Ja, und was viele, glaube ich, auch nicht wissen, wenn ihr das Update, das 4.5 Update runterladet, dann nützt das nichts, dass ihr das nur runterladet. Ihr müsst das auch im VR-System aktualisieren. Das macht ihr unter Einstellungen. Da könnt ihr das Ganze aktualisieren, sonst habt ihr nämlich immer noch die alte 2.0 Software drauf, die ja in der alten Software implementiert ist. Und die 4.5 Software beinhaltet, glaube ich, die 2.5 Software für die Brille. Also schön nochmal nachsehen. Hier kommen wir nicht rein. Okay, gehen wir mal rein, ja, in die Butze. Das müsst ihr extra aktivieren, damit ihr auch in den Genuss von 3D-Videos kommt. Das habe ich, glaube ich, auch noch nicht gesehen, oder? Wie ein Plan aus für einen Flammenwerfer aus. Ja, ein Flammenwerfer. Das ist eine gute Sache. Ah, jetzt das Näschen. Den nehmen wir. Oder? Achso, Plan für den Flammenwerfer. Das ist nur der Plan, den können wir wohl nicht aufnehmen. Okay. Das heißt, wir finden hier mit Sicherheit auch irgendwo dann Teile. Okidoki. Ich könnte was von diesen komischen Tabletten gebrauchen, von diesen, wo man die Sachen immer so schön mitfindet. Wir müssen ganz doll aufpassen, dass Mama Baker hier nicht wieder rum. Da ist was. Jawohl. Momentan ist es relativ ruhig. Das kann sich aber hier sehr schnell ändern. Okay. Also die komplette Übersicht ist doch deutlich besser mit dem. Da ist er, da ist er. Oh oh. Ich gehe hier mal rein. Vielleicht finden wir hier Teile für den Flammenwerfer, den wir unbedingt benötigen, um der alten ein bisschen auf den Pelz zu rücken. Nee, das war ja der Keller hier. Da haben wir zuletzt unsere Frau gesehen, die von dem Sohn entführt wurde. Hier haben wir auch nichts mehr, ne? Nee, okay. Leider nichts. Wir müssen auf jeden Fall irgendwie an ihr vorbei. Alles nix. Oh oh. Ich hoffe, die kommt da jetzt nicht durch. Ah, die steht aber auch genau im Weg, die blöde Kuh. Jetzt läuft sie weg.
Oh, oh, jetzt kann er. Da bist du. Oh. Shit, shit. Schnell weg. Oh. Jetzt gehen wir hier erstmal rein. Da waren wir auch noch nicht drin. Okay. Und da sehe ich schon eine Düse. Eine Brennerdüse. Sehr schön. Eine Brennerdüse. Kraut. Ja, wir haben nicht genug Platz für Kraut. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall nochmal zurückgehen. Aber Kraut ist momentan auch nicht ganz so wichtig. Hauptsache, wir finden bei Zeiten die Teile für den Brenner. Also wir wissen, hier ist nochmal Kraut. Okay. Alles klar. Da kommen gleich wieder die ätzenden Viecher. Da müssen wir aufpassen. Da müssen wir rüber auch, ne? Oh oh. Da müssen wir unsere Kurbel wieder einsetzen. Okay, wir versuchen das mal. Wenn ich jetzt von hier aus schieße, das sollte doch eigentlich funktionieren. Jawohl, die haben wir schon mal. Ich nehme mal die Puste. Oh, ist das cool, mit dem Kopf zielen hier. Ich muss das Ding irgendwie... Gib mir das Messer. Oh. Oh. Okay, jetzt sieht es wieder besser aus. Ach Mann! Nein, du sollst doch nicht... Doch nicht schon wieder heilen. Das war die falsche Taste. Geh da jetzt mal durch. Nee, jetzt wurscht. Mach die blöde Kurbel daran. Nimm mal die Pistole. Pistole. So. Blödes Vieh, du. Komm her. Zack. Zack. Fertig. So, Kurbel. Gib mir doch die Kurbel her. Komme ich an die Kurbel jetzt nicht ran, oder was? Ich hab doch hier... Moment, ich muss da richtig ran, ne? Und dann geht das mit der Kurbel. Hoffe ich doch. Jawohl. Und los geht's. Die Brücke runter. So. Kurbel muss ich wieder mitnehmen. Genau. Und rüber geht's. Vielleicht finden wir hier mehr für den Brenner. Hier haben wir schon mal eine Kiste. Ih, was ist das denn? Ach, der Krähenschlüssel. Sauer. Den brauchen wir unbedingt. Der ist ja fürs Haus drüben. Was haben wir hier? Brennerkraftstoff. Sehr schön. Da ist noch was. Eine antike Münze und wir haben nicht genug Platz. Mal gucken, was kann ich... Nein, was machst du denn? Aha. Sollst dich doch nicht dauernd heilen. Okay. Hier kann ich nichts mehr rausschmeißen. Die Brennerdüse, das brauche ich alles. Krähenschlüssel. Das heißt, wir müssen bestimmt noch mal irgendwann ins Haus zurück. Schätze ich mal so. Nee, da kann ich nichts von... Da muss die antike Münze hier bleiben. Schade eigentlich. Jetzt habe ich mich so oft geheilt. Jetzt habe ich meinen ganzen schönen Vorrat verbraucht. So ein Cheat. Kann ich das grüne Kraut, dann gucke ich nochmal drüber, ob ich das grüne Kraut mitkriege. Das müsste doch jetzt passen. Gehen wir da nochmal eben schnell rein. Da ist
das hier noch auf. Vielleicht kriegen wir das noch mit. Dann kann ich mir noch eine Heilung basteln. Kraut. So. Schauen wir mal eben. Wir haben ja diese... Und das Kraut. Sollte doch gehen. Wunderbar. So. Okay. Heilung gebastelt. Immerhin. Wir bräuchten eigentlich jetzt eine Puste. Ich nehme lieber das große Gewehr. Ein Schuss haben wir da noch drauf. Das ist ja auch nicht gerade viel. Okay. Wir müssen wieder zurück ins Haus. Ich schaue mich hier nochmal um. Ah, hier haben wir ja auch noch was. Da haben wir Psychotonikum. Und da schauen wir auch nochmal rein hier. Können wir die auch aufmachen? Ja. Dietrich. Den nehmen wir natürlich auch mit. Ah, das Psychotonikum können wir... Moment, wenn wir jetzt das Psychotonikum nehmen... Das geht trotzdem nicht, ne? Das gleich konsumieren geht nicht. Das ist natürlich doof. Okay, egal. Haben wir da nochmal einmal Psychotonikum auch in Ordnung? Wir müssen hier wieder rein in die Butze. Da oben ist noch... Da sind auch noch Sachen drin. Hm. Oh, oh. Nee, das will ich eigentlich nicht mit, meiner kostbaren Munition machen. Oh, oh. Shit, shit, shit. Schnell weg. Alter, rennt da gerade wieder rum. Ist das basic. Mit VR ist das richtig heftig. Ich muss hier vorbei, ne? Ich muss irgendwie an hier vorbei. Hier war ich... Da ist sie. Da ist sie. Was ist da? Oh shit! Die Alte kommt! Die Alte kommt! Oh oh. Die Wumme. Ich kann die Alte eh nicht töten. Lauf mal in die andere Richtung. Lauf in die andere Richtung. Ah, die läuft immer wieder zurück, die blöde Kuh. Lässt mich da nicht durch. Da ist noch was Schönes im Schrank drin. Wenn ich jetzt das hässliche Nest da oben wegmache. Ich versuche das mal. Da ist nicht genug drin. Mach die Tür zu. Ja. Okay, ich brauche die andere Wumme. Ich hab dir gesagt, du sollst hier raus. Die gehört mir. Ja, kommt die raus? Kommt die raus? Verfluchtes Arschloch! Zeig dich! Gut! Boah, shit, 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 shit! Oh, fuck. So komme ich nicht gegen sie an. Hm, okay, ich schätze mal, ich muss einen anderen Weg finden. So wird das nix. Na, wer wird denn so mit mir reden?
Blöde Kuh. Vielleicht kann ich da irgendwie was werden, wenn ich darüber gehe. Da unten konnte man bei Gelegenheit auch nochmal reingucken, ob wir da vielleicht noch was finden. Da ist der Krähenschlüssel, der Krähenschlüssel. So, da haben wir noch eine... Ah! Shit, 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 shit! Fuck, 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 fuck! Oh, shit! Oh, raus, raus! Oh, shit! Oh, shit! Lass los! Oh, ich hoffe, ich bin nicht tot. Ich hoffe, ich bin nicht tot. Okay, du kleiner Schwanzlutscher! Jetzt wird's richtig ernst! Komm her, meine Hüften! Und ich hab keine Muni mehr! Oh, das sieht schlecht aus. Oh, shit. Mal sehen, wie lange ich das durchhalte hier. Boah, krass, oh Mann. Wie lange lässt mich jetzt drin? Kann ich da wieder hoch? Sollte ich da vielleicht wieder hochgehen? Geh hoch da. Nee, du willst ja nichts. Das wird nichts. Ja, ich versuche das ja so lange, bis ich hier abnudel. Ohne Munition sieht da mal schlecht aus. Ich bin in der Falle! Okay, ihr Lieben, ich würde sagen, bevor das hier noch ein dramatisches Ende nimmt, verabschiede ich mich von euch. Bis zur nächsten Folge. Haut rein. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Nächstes Mal geht's weiter hier mit Mama Baker und Schwernseck am Mike. Haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao!